Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Und zwar nicht im Standardmodus, sondern im wilden Modus. Ich habe gerade schon eine wilde Episode aufgenommen, und zwar mit dem Schurken, ein Odd Rogue. Meine Jungs wissen Bescheid, ich spiele sehr, sehr selten Schurke, man sieht's hier. Schurke ist eins meiner lowsten Dudes, mit dem Krieger und dem Jäger, das sind so die drei, die ich am wenigsten spiele. So, nichtsdestotrotz habe ich in der letzten Episode nur Wins gehabt mit meinem neuen Odd Rogue. Hat mir sehr viel Glück gebracht und ich hatte am Ende zwei Packs geöffnet mit zwei legendären Karten drin. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Für die, die die letzte Folge verpasst haben, ich sage es selten, aber müsst ihr euch geben. Hier ist nochmal das Deck. Ne? Ansonsten letzte Episode angucken im wilden Modus. Wir machen jetzt einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. So ist es. Richtig geil. Richtig geil. Ich habe nur zwei Packs aufgemacht. In jedem Pack eine Legendary. So viel Luck hatte ich noch nie. Aber auch was die Games betrifft. Sehr viele Runden gespielt. Ist ja ein sehr aggressives, schnelles Deck. Alles gewonnen. Es bringt mir auf jeden Fall Glück, dieses Deck. Zumindest in der letzten Episode. Gucken wir mal, ob es so weitergeht. Ja, ganz gute Starthand behalte ich so. Ja, ich meine, wenn ich mal verliere, dann ist das auch nicht so wild. Und ich bin ja nicht der Beste, das wisst ihr ja alle. Aber gucken wir mal. Sehr geil. Vernichtet ein Pirat? Krass. Ah, es hat sich rumgesprochen, ne? Es hat sich rumgesprochen. Haben alle die Anti-Rogue-Decks gebaut. Ja, die baut man doch normalerweise nicht ein, oder? Den Krabbler hier. Ja, ungewöhnlich. Oh, wow. Anti-Rogue. So. Okay, ja, schon mal eine anspruchsvollere Runde. Nice, richtig nice. Das habe ich ehrlich gesagt gehofft, dass er das macht. Weil dann bin ich den Dude los und er hat viel Face Damage kassiert. Das ist auf jeden Fall gut für mich. Hoffentlich geht er wieder mit der Hero Power drauf. Wobei er jetzt natürlich mit 4 Mana auch einen Prankenhieb machen kann in meinen Face rein. Oder einen Zorn spielen kann. Na, er macht Hero Power. Sehr geil. Das habe ich gehofft. Das habe ich auch wieder gehofft. Und jetzt ist er schon bei 11 runter. Das ist doch schön. So, dann mache ich jetzt einen Lore Tap, würde ich sagen. Oder? Sind wir schon im Liesel-Bereich? 6, 7, 8, 9. Nee. So. Das Board lasse ich mal liegen, weil ich es kann.
Dschungel sorgt für uns. Okay. Leider geht's wieder mana-technisch nicht auf. Vernichtet einen Diener. Leroy sind nur 6, sonst hätte ich hier Buds und Leroy gemacht und mir fehlt, ja, 6, 7, 8. Wenn ich ein Mana mehr hätte, ne, dann wäre Liesel. Dauert es halt einen Zug länger. Ich denke nicht, dass jetzt irgendwas krasses. Ja, gut, ein Reno Jackson wäre halt blöd. Hat er schon irgendwelche Karten doppelt gespielt? Ich glaube nicht. Ja, doch, jetzt. Okay. Okay. Leroy. Ich bin schon wieder ein Damage off, oder? Nee, ja, jetzt ist GG. Oder? Ein Damage off. Wenn ich den Spiel mit Waffe Face gehe, reicht's nicht. Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich jetzt irgendwie Mistliesel gehabt? Da war jetzt zweimal, dass ein Damage gefehlt hat, ne? Zweimal hintereinander. Okay. Mit einem befreundeten Diener. Halte deine goldene Kopie davon auf die Hand. Fügt allen unverletzten feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Was passiert? Er haltet einen leeren Mana-Kristall, alles klar. Leroy. Butz. Butz, ja, ist vorbei. Ja, es läuft doch gut. Es läuft weiterhin gut und das ist gut. Schön. Ist das nicht schön? Okay, Chibi. Hä? Machen wir mit dir, Chibi, hä? Bist du bereit oder was? Bereit in die Grube zu fahren? Wollt ihr denn alle hier? Schön. Chibi, hä? Ich glaube, der Chibi, der weiß noch nicht, was dem blöd, ne? Oder? Weiß der Chibi Bescheid? Ja, der Chibi ist AFK, glaube ich. Was ist denn los mit dir?
Chibi. Keinen am Leben. Der ist AFK, glaube ich. Aber der kriegt jetzt direkt die Breitseite hier. Das ist ein Start, ne? Leck, oh funny. Das ist ein Start, du. Das ist ja, es geht auf keine Kuhhaut. Da ist er wieder da. Vielleicht war er auch nur am Pott, ne? Vielleicht war der gute Schibi einfach nur auf dem Pott, ne? Ja, lass den Papa mal hier seine Fussel zusammen sortieren und dann geht los. Jetzt geht los. Schön, oder? Schön. Ich bin echt begeistert, wie gesagt. Deck ist vom Dog. Beziehungsweise vom Poonton. Schaut da rein, sagt geil. Und Gruß vom Gothic Society Clan. Könnt ihr da lassen. Ne? Was a broken? Turn 4, 15 live. Aber ich sag euch eine Sache. Wenn ich mich so hochkämpfen kann auf Rang 5 in Wild, bin ich happy. Cause I'm happy. Plus 2 wären 3, 4, ja, komm. YOLO! Vernichtet eine eingefrorene Diener. Hat Spott und Gottesschild? Wenn ihr einen verletzen. Also. Okay, mach ich's mal so. Chibi, das war nix, Chibi. Boah. Kommt, Leute, ich habe so viel auf die Nase gekriegt, ne? Da darf ich mich auch mal freuen. Da darf ich auch mal ein bisschen salzig sein. Mann, Mann, Mann. Immer dasselbe Programm. Yeah.
Okay, Krieger. Krieger. Geil. Geil. Ich würde sagen, easy come, easy go. Hau rein. Hau rein, Junge. Ich muss heute noch Legend werden. Von 21. Nee, von 25 habe ich gestartet, ne? In der letzten Episode. Das ist der Turn 1, Alter. Jetzt macht er einen Klingenwirbel. Aber egal. Wenn es so ist, dann ist es so. Tja, Wahnsinn! Was habe ich denn hier gekriegt? Verleiht einer zufälligen Waffe auf eurer Hand plus 1 plus 1. Ich habe keine Waffen im Deck. Geil! Er macht Hero Power. Hero Power, komm. Do it. Shield it up. Nice. Very nice. So. Gut gespielt, hochgebufft, angegriffen. Face, face, face. Ja, ich meine, das Ding ist, durch die Rüstung hat er jetzt natürlich viel Leben mehr. Aber er spielt halt nichts aus und das ist gut. Aha, jetzt geht's los. Wow. Okay, Bro. Du hast echt ein Problem mit dieser Karte. Wow, Mann. Es ist nicht mehr normal. Schade, dass es keinen Es tut mir leid Button mehr gibt. Aber das kann ich auch verstehen, weil es war eine Zeit lang so eine richtige Es tut mir leid Mentalität. Da hat man sich immer entschuldigt, wenn man gewinnt. Leroy sind 6, 7, 8, 2 Miss. Halt so. Das ist im nächsten Zug finito. Gut gespielt, mein Freund. Gut gespielt. Sehr gut gespielt, sehr gut gespielt, aber es hat halt leider nicht gereicht. Ich muss mir gleich noch einen Kaffee holen. Das ist ja noch ein langer Weg bis Legend. Jetzt kommt der Größenwahn. Nee, nee, ich bin schon zufrieden, wenn es irgendwie Rang 5 oder so wird. Dann bin ich schon zufrieden. Wenn ich Rang 5 bin, dann bin ich natürlich wieder unzufrieden mit Rang 5. Dann muss es wieder Legend sein. Ach, ihr wisst doch, wie das ist. Mit wem rede ich denn hier? Ihr wisst doch alle, wie das ist. Jetzt habe ich hier für Teuerstaub hier die Mörder-Dings hier hergestellt und ich habe die noch nie einmal ausgespielt. Ne? Jetzt komm, bitte nicht die Glubschauge. Ich will dich nicht. Gut. Fröhliche
Aber auch kein One-Drop, ne? Das ist die schlechteste Starthand aller Zeiten, ey. Ey! Okay, so eine schlechte Starthand hatte ich bis jetzt noch nicht. Könnte der erste Loose werden tatsächlich, oder? Taltos. Ja, ja. Das hätte ich gerne in Turn 1 so gemacht. Blöd. Egal, passt schon, das wird schon. So, jetzt zwinge ich ihn nämlich dazu, im Turn 3 vielleicht nochmal Hero Power zu machen. Das ist so meine Intention. Vielleicht spielt er auch ein 3-Mana-Dude aus. Coin. Woo! Ja, nice. Richtig nice, würde ich sagen. Richtig nice. Mache ich nämlich einfach den. Dann mache ich den. Und dann buffe ich mir nochmal hier den Bonus hoch. Und dann spiele ich noch zwei Dudes. Yo ho ho. Simple as that. So, und im nächsten Zug mache ich hier erstmal Loa Tap und dann ist Zappenduster. Dann habe ich noch eine 3-2er Waffe. Alles ist Tutti, ne? Tutti Frutti. Aber jetzt gehe ich Face, oder? Oder spiele ich den? Und trade einen da rein? Könnte ich auch machen, ne? Komm. Im nächsten Zug kann ich zweimal den spielen. Ich glaube, das ist ganz cool, dass der da mit drin ist, ehrlich gesagt. Weil so viel Card Draw hat man ja jetzt auch nicht in dem Deck. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel zweimal im Turn 6 spiele gleich, dann ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Yo, ho, ho. Tja, Buddy. Oh, oh. Ich rieche dicke Spots. Ich rieche dicke Spots. Gefällt mir nicht. Ja, weil kein Silence, ne? Ich meine, gut, mein Board sieht gut aus. Ich habe jetzt einen Loa Tap rausgehauen, damit er keinen Zauber machen kann. Er ist kurz vor knackig. Ja. Gut gespielt. King Tough. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Seid auf der Hut. Geil. Fröhliche Last. Keinen im Leben. Frohes Sonnenwettfest. Abgeöpfert. Ha ha ha!
Murloc-Paladin. Eventuell. Oder hat ihn einfach nur so drin, kann ja auch sein. Los geht's. Ich krieg immer die Karte vom Paladin, ne? Es war so geil in der letzten Folge. Ich habe die gekriegt zufälligerweise und dann ziehe ich die als Legend. Das war schon episch, muss man sagen. Okay, ist nicht so geil. So. Weihe! Könnte sein, ne? Weihe! Ja, war klar. Verleiht einem Diener Todesrösche, belebt diesen Diener mit einem Leben wieder. Ich glaube, ich hätte Hero Power machen sollen. Waffe. Ja, Ansturm Dude, den kann man immer mal wieder mit dem hier kombonen und mehr machen. Oh shit. Oh shit. Zack. Es ist vorbei für dich, mein Freund. Melde mich zum Dienst. Oh wow. Aufgesessen. Okay. Ja, ich denke, das ist Liesel, ne? Lethal. Nice! Ich bin echt mal gespannt, ab wann das knackig wird, Folks.
Valera! Gegen Valera! Seid auf der Hut. Das müsst ihr mir nicht sagen. Valera gegen Valera. Könnte sein. Ihr wisst, was das ist. Ach, ich hab Glubschauge auf der Hand. Das ist natürlich blöd. Komm bitte nicht, Mirror. Geil. Scheiße, ich ahne was. Also er hat ja schon mal Glubschauge nicht und er hat schon mal hier Baku nicht. Ich habe auch eine sehr miserable, le miserable Starthand. Aha. Le Miserable. Alter, diesmal. What? Achso. Ich hoffe, dass er mit der Waffe und mit dem Dude drauf geht. Ja, macht er. Geil. Calculated, das wollte ich so. Weil jetzt ist er nämlich, hat er nochmal 5 Damage gefressen. Das ist eine Menge. So, Lower Tap. Das ist eine Menge, die er da frisst. Jetzt kommt's, Reno Jackson. Nee. Siegessträhne. Bonus. Ey, das ist echt geil, dass es hier die Siegessträhne gibt, ne? Ich denke mal, ich mache das Episödchen ein Stündchen. Was sagt die Uhr? Ja, 35 Minuten, Stündchen, oder? Oder habt ihr keinen Bock mehr? Ist die Folge zu lang? Oh, Rang 19. Mhm. Okay. Okay, folks. Ich habe Angst, dass ich Glubschauge ziehe, aber ich mach mal einen davon weg. Nice. Very nice. Very, very nice. Rang 19, Schamane. Was hast denn du so zu bieten? Fröhliches Lass. Keinen am Leben. So. Drugs War. Drugs War. So. Mit euch füttere ich die Fische. Ja, der wird auf jeden Fall den Swar 1er kaputt machen, das ist klar.
Mann. Na, da war auf gut Glück, wa? Oh, ein sehr aggressives Deck, was der Schamane dazu haben scheint. Okay. Das war teuer, mein Freund. Das war richtig teuer. Ob sich das gelohnt hat, mein Freund. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Los geht's. Schön. Life is life. Der wird ignoriert hier. Geh weiter, Face, oder? Ja. Ja. Ach, falsch rum. Ach, ich bin ein Trottel. Weißt du, jetzt bin ich schon wieder, ne? Im Easy-Mode-Modus. Jetzt fange ich an, mich nicht mehr zu konzentrieren, weil es zu einfach ist. Im nächsten Zug gibt es Dr. Balance. Vielleicht geht er mit dem 7-7er auf meinem 7-5er. Wäre cool. Was ist das? Ja. Hab ich mir doch gedacht. Und jetzt gibt's den Dr. Boom. Ganz klar. Easy. Rang 19, Guys. Rang 19.
Okay, Hunter. Ah, einen Baku hätte ich natürlich nicht so gerne auf der Starthand. Ist klar, aber Glubschauge wäre noch schlimmer. Also Glubschauge habe ich lieber for free als. Ne, ist ja klar. Ich werde die Karte halt einfach nie ausspielen auf der Hand. Turn 1 mache ich den. Coin das vielleicht? Ah, ne. Ne, den spare ich mir für den zweiten Zug. Dann mache ich Waffe, Coin, den. Denke ich. Denke ich. Denke ich. Oh. Macht ein 1-1er Schweinchen, war klar. Soll ich tun? Komm, Kollege. Wen soll mein Pfeil treffen? Gut gespielt. Ah, ich bin ganz zuversichtlich, ne? Ich meine, ich habe ja jetzt schon 20 Spiele oder so gewonnen, von daher. Ich weiß nicht, wie viele, auf jeden Fall von 25 auf 19 durch, ohne ein Lose. Ohne ein Lose. Komm, Kollege, hau raus, rein. Ärgerlich. Los geht's.
Den zweiten mache ich nicht auch noch drauf. Aber einen fand ich jetzt ganz gut. Ein 2 Bonus Damage, selbst wenn er den jetzt irgendwie wegmachen kann. Das hat kein Beinbruch. Und im nächsten Zug werde ich wahrscheinlich Pilzbauer machen. Wenn beide noch liegen bleiben, wenn er einen tötet, mache ich den. So easy. So easy, folks. Nee, ich geh face, komm. Los geht's. Ei, ei. Steh bleiben. Folks. Ah. Nächsten Zug ist er platt. Selbst wenn er das Board komplett cleart. Ich habe quasi einen 6er Ansturm auf der Hand. Ich habe noch die Waffe. Ach, das ist durch für dich, Kollege. Was soll ich tun? Nice. Was sagt die Glock? Na ja, da haben wir noch ein bisschen. Ich gehe mal eben aufs Klo. Mit Hände waschen, Leute. Mit Hände waschen. Ah, so, da ist der Papa doch wieder da. So, weg. So, sorry. Was haben wir? Droide Rang 19. Okay. Nice! Ich möchte, dass es jetzt bis Legend so durchgeht.
Pferde. Los geht's. Jade. Jade Idol. Los geht's. Ein Tänzchen. Keine Sorge, Los geht's. Ah, ich wollte unbedingt zwei Dudes liegen haben für den nächsten Zug, weil dann könnte ich das mit dem hier spielen. Ja, okay. Ja. Ah, das ist schon eine knackigere Runde. Runde. Mutiert, Kampfschrei mutiert. Komm. Los geht's. Ruf zwei Dinger herbei, ist ganz gut für den. Hab ich mir gedacht. Jetzt müsste ich ihn mal langsam finishen, sonst habe ich nämlich echt ein Problem. Warte mal, wie sieht's denn aus? Mit dem kriege ich einen Spot weg. Das heißt 5, 6, 7, 8, 9. Vier off. Pilzpower wäre auch eine Möglichkeit. Pilzpower, Boots. Hoffentlich werde ich das jetzt nicht bereuen. Aber so habe ich ihn fast. Selbst wenn er das Board jetzt klärt, sind 1-1er da. Sport ist natürlich unschön. Sehr unschön. Das ist sehr unschön. Warte, wir haben hier Leroy. Boah, scheiße. Ich glaube, ich habe echt ein Missplay gemacht. Oh oh.
ist das neue Schwarz. Eure Magie wird euch. Oh, das läuft nicht gut. Der hat echt ein gutes Deck. Und ich glaube, ich habe auch ein paar Missplays gemacht. Ja, da bleibt nur noch eins übrig. Frage ist, gehe ich Face? Wie viel hat er? 3 sind Hero Power. 15, 14, 17. Hat er 4 Damage auf der Hand, ist die Frage. Hat er 4 Damage? Hey, und tschüss. Ich glaube, das war auch wieder ein Fehler, ne? Ich hätte nur den traden sollen. Den anderen hätte ich stehen lassen sollen. Egal. Das ist wie das, Leute. Das ist wie das. Macht er den platt? Geht er damit auch drauf? Komm, 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 komm. Darf nicht wahr sein, ne? Leroy. Boah, ist das eine knappe Nummer. Es könnte der erste Lose werden, Leute. Nein, nein, nein. Wäre schon cool, wenn ich das noch gewinne, aber es sieht sehr, sehr knapp aus. Naja, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, das gibt keinen mehr. Seid ihr nicht willkommen?
Oh boy. Durch leider. Ah, schade, war schon knapp, ne? Das Ding ist durch. Ah, erster los. Damit ist dann auch leider die Siegessträhne vorbei. So, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.